So, grüß euch. Jetzt machen wir mir ein iPad Mini. Ein iPad Mini 2, was nicht richtig lädt. Ich hole es mal aus dem Ofen, beziehungsweise die Festkörbe. Ich brauche das hier hinten. Dann müssen wir das Ding erstmal aufmachen. Ich brauche, das ist auch da. Holen wir es mal. Das iPad lädt nicht richtig oder gar nicht oder irgendwas. Also es lädt, jetzt machen wir es erstmal auf. Das iPad, das lädt mit zu wenig Stromaufnahme. Wenn der Display aus ist, lädt es gar nicht. Ich denke hier jetzt schon, dass das wahrscheinlich ein Problem ist, was wir vielleicht nicht so einfach lösen können oder erst hier Ersatzteil bestellen müssen. Aber bei den meisten iPads wird das über den Power Management SC geregelt und das Verhalten wird meistens auch von diesem verursacht. Ja. Also manchmal kann man hier nichts machen. Wir können uns das jetzt anschauen, wir können uns den Akku anschauen, wir können uns den TriStar anschauen, wir können den TriStar tauschen. Vielleicht ist es irgendein MOSFET-Problem, aber normalerweise ist das immer ein bisschen schlecht bei den iPads. Na, ihr könnt das übrigens so auch machen, wenn ich das jetzt mache, das geht dann nicht ganz gut. Vielleicht so, dass das Gerät danach auch noch wieder verwendbar ist. Ja, das heißt, wenn hier mal der Kleber zum Beispiel Display bleibt und hier mal wieder am Rahmen, dann schneiden wir einfach hier ab. So. So. Und wie man dann sieht, funktioniert das auch. Und dann funktioniert das auch so, dass wir mir das iPad wieder ohne Probleme, bis jetzt zumindest, wieder zusammenbauen können. Ohne dass wir ins Display reingetatscht haben, ohne nichts. Das iPad kann man theoretisch jetzt genau wieder so zusammensetzen. Und es hält auch wieder so zusammen, wie es davor gehalten hat. Das kann man so machen, muss man nicht, je nachdem. Eine Rede kurzer Sinn, wir machen jetzt hier, es lohnt sich ja nicht, fast gar nicht mehr auch das zu reparieren, aber der Kunde hat ja trotzdem gesagt, okay. Das Einzige, was halt jetzt für wirklich wichtig ist, ist, dass wir versuchen, nicht in das Display reinzukommen oder in den Touch. Der Rest ist alles in Ordnung, kann nichts passieren. Bloß hier irgendwelche Fingerabdrücke nochmal so rauszubekommen, dass man gar nichts sieht. Das gibt es ja eigentlich fast gar nicht. Und mit gar nichts sehen meine ich halt auch gar nichts sehen. Also nicht nur so, ja, das geht schon so, sondern 1000% ist hier teilweise schwer zu erreichen. So, wir haben keine LTE oder 3G-Version. Das heißt, hier oben haben wir erstmal viel weniger Bauteile, was beim Zerlegen schon mal wirklich super ist. Vergesst nicht, dass das Display angeklebt ist mit zwei dünnen Streifen, Klebestreifen ab dem iPad Mini 2.
Wenn ihr einfach versucht, das Display rauszuheben, dann wird das brechen. So. Perfekt. Dann haben wir hier noch Schrauben. Eins, zwei, drei auf der Seite, dann auf der anderen Seite glaube ich auch, oder auf der anderen Seite vier. Ich weiß es nicht. Jetzt kann natürlich das Verhalten auch, auch mit einem Kurzschluss zum Beispiel zusammenhängen. Es gibt alles, dieses Ladeverhalten, das schauen wir uns jetzt aber gleich nochmal an. Hier auf der Seite sind es vier Schrauben. Ja, ja, so, jetzt hat das Blechchen noch weg. Und dann können wir tatsächlich endlich einmal das Display wegmachen. Hier wollen wir ja, dass dem Display nichts passiert und dass wir auch keine Kratzer reinbekommen oder keinen Staub oder sonst irgendwas. Also Staub ist jetzt kein Problem, aber keine Kratzer. Touch wollen wir auch aufpassen. Deswegen haben wir hier hier drüben noch ein Display rumliegen. Und dem scheißegal ist. Ja, das passt. Und dann können wir uns das mal anschauen. Ich hoffe, das passt jetzt auch wirklich und ich habe jetzt hier keinen Mist geredet. Aber das könnte funktionieren. Also, das Gerät hier, das Gerät lädt jetzt auf 0304 und zeigt doch dann das Apple-Zeichen. Das hat es gestern, glaube ich, nicht gezeigt. Da war dann der Akku direkt leer. Warum der Akku jetzt wieder voll ist, jetzt macht es 07. 04, 09, jetzt passt es von der Ladung her. Also vom Aufladen passt es. Das Ding wird jetzt mit Sicherheit angehen. Schauen wir mal. Aufladen passt es. Wäre natürlich jetzt gigantisch, wenn es jetzt wieder funktioniert durchs Nichtstun. Das gibt es aber eigentlich nicht. Weil der Akku ist auch noch angesteckt. 1 Ampere. Jetzt haben wir keine Funktion des Displays, weil der Touch jetzt ab ist. Wenn ich jetzt hier abschalte, dann haben wir 0,5 in der Nachladung, 0,5, 0,3, 0. Jetzt ist nichts mehr da. Es ist nichts mehr da, wo das Ding an ist. Jetzt habe ich wieder 1 Ampere. Wir haben also eine Aufladung, wenn das Gerät an ist, und eine Aufladung und keine Aufladung, wenn das Gerät aus ist, der Display. Super. Wir probieren jetzt dann nochmal aus, einfach hier den TriStar zum Tauschen. Wie gesagt, das ist wirklich zu 99,9% hier ein Power-Management-Problem. Braucht man jetzt nicht großartig rumschauen. Es ist halt so. Es ist so. Können wir nichts machen. Wenn, dann müssen wir den bestellen. Der ist hier vergossen, wie blöd, und ist halt wirklich einfach blöd zu machen. Es ist halt, man kann nicht mehr dazu sagen. Man kann das jetzt natürlich trotzdem ausprobieren mit TriStar-Touch etc. Das machen wir jetzt auch, der TriStar ist ja ganz unten rechts. Ja.
Der Rest sieht auch gut aus. Wir haben ja an der Batterie auch alle Bauteile, die da sind. Wir können das hier mal ganz kurz durchschauen im Diodenmodus. Hier Ground. Hier sind unsere zwei NTC und Switchline. Der Wert passt. Der Wert ist auch okay. Und hier haben wir Plus. 41, 597. Ich schaue jetzt mal kurz ins ZXW, ob wir da vielleicht irgendwelche Angaben finden, aber normalerweise nicht, weil normalerweise sind die Werte doch relativ gleich, hier aber nicht. Hier haben wir jetzt 0,600 und hier haben wir 0,440. Ich weiß jetzt auch nicht, was jetzt der NTC ist. Vielleicht ist es auch hier. Und hier geht es zu der Switchline oder zu dem MOSFET dann oder was, was auch immer, wo auch immer hier drüber gesteuert wird. Das sehen wir aber gleich. Schauen wir es uns einfach mal kurz an. iPad Mini 2. Aber vielleicht gibt es sogar, ja, das schaut ganz gut aus. Das schaut ganz gut aus. Hier ist ein Filter. Ja, wieder keine Bezeichnungen, das ist unglaublich. Gehen aber hier direkt auf den Power Management. Das ist unsere Switchline nochmal und wir haben hier einen Filter. Gehen wir da auch rein. Allein schon aufgrund der zwei unterschiedlichen Werte würde ich jetzt sagen, wir haben hier auf jeden Fall wird das Problem an dem Power Management IC liegen. Bin ich mir fast sicher. Aber probieren wir das trotzdem kurz aus, den Display zu tauschen, den TriStar zu tauschen. Ist leider beim iPad, ist leider so, ist extrem oft Power Management Problem. Lass das Board drin, kann einer davon halten, was er will, aber der TriStar ist gleich draußen. Obwohl es bei dem Board jetzt natürlich kein Problem wäre, das auszubauen. Hier ist auch keine Elektronik für 3G oder LTE oder irgendwas drauf. Gut. Einmal Raster weg. Schauen wir, vielleicht haben wir auch Glück. Machen wir das hier etwas sauber. Reicht uns hier von der Sauberkeit jetzt in dem Fall. Das ist in Ordnung, ich hole mal kurz einen anderen Blaster her. Da hätten wir zwar Mini 2 hier, da könnte man den Power Management das hier rausnehmen. Aber der ist wirklich so behindert verklebt, wenn das jetzt hier nicht funktioniert, was ich ja nicht denke, dann mache ich hier einfach einen Schnitt, bestelle einen und dann machen wir nochmal weiter. Aber wie gesagt, glaube ich nicht. Thank you.
Also, dass das funktioniert. Auch dazu weiß ich nicht mal, ob der hier kompatibel ist. Aber immer jetzt hier einfach irgendwas ewig lang schauen, machen wir es halt einfach. Dann ist es dann doch wesentlich einfacher. Gut, das ist drin. Dann schauen wir mal. Kühlen das noch ein bisschen ab. Akku wieder drauf. Display drauf und dann geht's los. Schnell den anderen Display weg. So. Aufladung ist wieder da. Aber es wird, also wie gesagt, ich kann mir das nicht vorstellen. Das Ding wird jetzt angehen ganz normal. Haben wir jetzt schon. Wie gesagt, der Display geht jetzt nochmal aus, dann, weil wir hier keinen Touch, nicht oder keinen Home-Button angeschlossen haben. Deswegen meint der, da ist ja auch der Sensor drauf für das Cover, deswegen meint er, die Klappe ist zu. Noch haben wir eine Aufladung, jetzt ist es wieder weg. Ja. Das war es wieder. Wir haben aber 100% Akku. Es kann schon auch damit, kann natürlich auch damit zusammenhängen, dass das hier nicht funktioniert, wenn wir eine Akkuladung von 100% haben. Da geht natürlich nichts. Deswegen machen wir noch was anderes, um das jetzt festzustellen. Wir können mit 100% Akku natürlich keine richtige Aufladung haben. Wir nehmen einfach mal den Akku aus dem iPad Mini 2, das ist ein Short-Gerät. Bauen wir das mal aus zum Testen einfach, was da passiert. Der Akku draußen. Schaut ganz gut aus. Alles kurz trocken hier. Schauen wir, was der Akku sagt. Ob wir hier andere Stromaufnahme haben. So, 2,2 Ampere, das ist gleich ein bisschen was ganz anderes, lädt sofort, wenn jetzt das Zeichen weg ist und er lädt nicht mehr, dann haben wir immer noch denselben Fehler. Batteriezeichen weg, lädt mit 2,2 Ampere. Das war davor nicht so. Ja, mega geil. Wir probieren das jetzt, warten wir uns da ganz kurz, bis das Ding an ist. Dann kann ich auch hier mal den Touch noch dann anstecken. Das probieren wir auf jeden Fall aus. In der Zeit
Mache ich gleich nochmal Pause. Ich stecke aber erst schnell hier den Touch an. Das freut mich jetzt, wenn das funktioniert. So. Weil dann geht uns nachher das Ding nicht aus. Stecken wir das an. Und dann machen wir kurz Pause. Also wie gesagt, hier kommt das, habt ihr glaube ich jetzt gerade gesehen oder auch nicht gesehen. Das Batteriesymbol ist da. Und wir haben 2,2 Ampere Leistungsaufnahme. Also sollte das Ding gleich starten. Ich mache dabei Pause und dann schauen wir es uns an. So, jetzt halt. Es war ungefähr 17 Stunden am Klo, wirklich. Und ich komme wieder, das Gerät ist Display aus, es lädt mit 0,9 Ampere und das Gerät geht, hat 5%. Ich kann das auch abschalten, Ladestrom bleibt gleich, mega geil. Dann bauen wir es kurz wieder auch zusammen. Dann gibt es noch ein, zwei Sachen vielleicht, ja, nicht dazu zum Sagen, aber... So, vielleicht habe ich da noch ein, zwei Sachen. Der Touch kann erstmal so drauf bleiben, das passt. Den Akku tun wir wieder raus. Das kommt auch weg. Den können wir uns mal aufheben, den Akku. Hier tun wir die Abdeckung noch drüber. Glück, dass das jetzt wirklich hier an den TriStar lag. Wie gesagt, bei den iPads geht hier die Steuerung fast immer, also nicht fast immer, die Steuerung die geht dann über den Power Management. Aber ganz viele Fehler, auch so Fehler mit so 1%, zeigt nur noch 1% und so weiter und so fort, ist ganz oft Power Management. Ich habe hier hinten zum Beispiel iPad Pro 12.9 liegen, da machen wir jetzt dann nächste Woche nochmal ein Video. Da ist zum Beispiel so, dass das Gerät grundsätzlich fast mit jedem Ladegerät lädt, allerdings wirklich nicht mit jedem. Ein normales Apple-Netzteil geht zum Beispiel nicht, was bei den ganz normalen iPhones beiliegt. Bei dem Netzteil des 11 Pro lädt das Gerät zum Beispiel dann schon wieder mit 19 Watt ganz normal auf. Hier an den USB-Hubs oder an diesen Lade-Hubs, die wo ich hier habe, lädt das Gerät auch ganz normal. Dann mit irgendeinem anderen Netzteil lädt es wieder nicht. Und das ist vermutlich ein Problem mit dem Power Management IC. Das schauen wir uns aber dann an nächste Woche. Jetzt kommt hier mal das Blech wieder drauf. Wie gesagt, wir schauen mal immer noch, dass wir hier nicht in den Display rein touchen und in den Touch und dass wir das alles schön sauber halten. Das ist jetzt alles angeschlossen, ja. So. Was ich hier schon gesehen habe bei den Reparaturen. Schau, das ist halt wieder auch bei so iPad-Zeug einfach sauber arbeiten. Jetzt kommt natürlich wieder einer her, vielleicht, der wo sagt, ja, die Klebepads, jetzt klebt hier schon ein bisschen was drauf und der Rest klebt am Glas. Das spielt keine Rolle, wir haben ja die Original-Klebekraft nachher wieder komplett zurückerlangt. Oder auch jetzt schon. Wenn das ISO, was wir benutzt haben, zum Lösen verdunstet ist, das Ding funktioniert oder hält nachher wieder hundertprozentig. Und das ist auch gut so mit diesem Originalkleber. So, dann. Jetzt habe ich wirklich. Ach komm. Irgendwas fehlt noch, habe ich mir gedacht.
Irgendwas fehlt noch. Ist doch scheiße. Wieder hernehmen hier zum Beispiel. Könnte man schon mal benutzen wieder. Wenn man will. So. Dann nochmal. iPads sind schon scheiße, ganz ehrlich, also das ist schon, hätte man schon auch anders bauen können, theoretisch. Gut, jetzt bei den, hier ist es noch relativ dick ausgeführt, bei den neueren geht es halt wahrscheinlich dann wirklich nur noch durch Verkleben, dass man bei der Bauart bleibt oder bei der Höhe einfach bleibt, wo man jetzt ist. So. Dann bauen wir das Display wieder drauf. Schaut hier bei dem Display auch ein bisschen, dass das ordentlich zentriert ist im Rahmen, weil ihr habt da immer noch ein bisschen Spiel. Weil gerade bei den weißen Modellen, die wo dann mit weißen Bildschirmen starten, seht ihr sonst den Displayrahmen, den Rahmen hier selber vom LCD, dass der dann nicht richtig zentriert ist im Gerät. Das schaut dann ein bisschen komisch aus. So, das passt. Hier auch wieder die Kleber drauf. Frei. So, da sie jetzt hier natürlich trotzdem Staub absetzt und alles, müssen wir jetzt natürlich das schon ein bisschen sauber machen. Weil das aber jetzt schon wirklich hundertprozentig passt, hier ist nichts drauf. Das ist top. Gibt es noch eine Sache, hier unten seht ihr jetzt das Flexkabel, es klebt jetzt hier in die Richtung unten dran. Wenn das jetzt so zusammenbaut, dann wird es niemals funktionieren gescheit. Dann müsste also das Flexkabel hier, das
muss dann so sein. Dann passt es auch. Es muss also hier frei sein, weil es muss ja hier unten dann zwischen Display und Gehäuse da in den Spalt rein. Gut, wenn ihr nirgendwo reingekommen seid und das jetzt eigentlich alles ganz gut passt, dann noch das letzte Mal Staub und dann zu. Oben zuerst, weil dann kann man nämlich hier noch schauen, dass das Flexkabel sauber hier drin verschwindet. Und das ist wirklich wichtig, also ihr müsst da wirklich schauen. So, und dann ist das Gerät theoretisch genau wieder so zusammengebaut, wie es davor war und hält auch wieder so. Jetzt gibt es noch was, ein kleines Hilfsmittel. Das habe ich lang gesucht und jetzt dann endlich auch gefunden. Da freue ich mich. Wir schalten es jetzt nochmal ein, um das Ganze nochmal zu überprüfen kurz. Machen wir das ja noch sauber, die Folie. Und das ist auch schön alles zentriert, das passt. Wunderbar. Gut, schaut gut aus. Schaut gut aus, schaut gut aus, schaut gut aus. Warten wir noch, bis es an ist. Und ob der Touch geht, ich lasse es so lange angeschlossen. So, was ich meine ist das Teil hier. Das gab es mal, habe ich jetzt auch nur Gebrauch gekauft. Ihr könnt das hernehmen bis zum iPad Air 2 oder alles, was diese Größe ist. 10,5er Modelle passen nicht rein und iPad Mini. Ihr könnt auch zwei iPads hier einspannen. Das Ding ist mega geil. Gerade nach dem Neuverkleben. Ich habe mir unten ein bisschen Papier reingelegt, dass das höher kommt, dass ich ein bisschen ja, mehr Druck nicht aufbauen kann, aber dass ich es besser dosieren kann, weil sonst ist es zu. Es ist dann wirklich auf dem letzten Drücker, wo das funktioniert, und wenn du ein bisschen mehr Druck brauchst, geht es nicht. So, wir haben jetzt keine Aufladung mehr, ganz einfach deswegen, weil das Ding 100% hat, ist es klar. Jetzt hat es 0,7 Ampere, 0,8, weil natürlich das Display auch mitläuft, aber das Ding ist voll und funktioniert nicht. Wie gesagt, Ausgangsfehler war, habe ich gestern auch gesehen, es hat nur Batteriesymbol angezeigt, und als das Batteriesymbol weg war, im Ladevorgang war es auf 0 Ampere, hast du wieder drauf gedrückt, kam das Batteriesymbol wieder und du hast wieder Aufladung gehabt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir tun das Ding noch ganz kurz rein, schalten wir es schnell aus. Hier gibt es zwei Einstellungen, einmal groß, einmal klein. Für iPad Air steht auch iPad Mini, diese Seite oben. Dann könnt ihr das hier, hier sieht man eh sowieso den Rahmen durch, sehr durchsichtig, Gott sei Dank. Dann kann man sich das hier einspannen, das liegt jetzt perfekt drin. Der Vorteil ist auch, wenn man sich hier ein bisschen Papier reinlegt, dann kann man das auch mit den Händen, das reicht völlig aus, also ihr braucht den nicht zudrehen, wie wir hinter dem Schraubenzieher. Ja. Es funktioniert. Ihr braucht eigentlich auch nicht alle Schrauben. Das Ding, es ist mit Originalkleber zerlegt worden, es hält jetzt genauso gut wie davor. Aber so mal für 2 Stunden liegen lassen, ist schon eine coole Sache eigentlich. Funktioniert einfach frei. Haut hin. Ich finde das mega geil. Ich habe das, also ewig, aber ich finde das nirgendwo. Es ist ursprünglich made in USA von iCracked oder iCracked oder wie es heißt. Die waren mal Handys, die wo zu euch gekommen sind oder in die Firmen gefahren sind oder zum Kunden. Gibt es ja nicht mehr. Ob das exklusiv nur für die hergestellt wurde, weiß ich nicht. Mit dem 3D-Drucker auch schwierig zu machen, glaube ich, weil es schon durchsichtig sein muss. Sonst habt ihr gar nicht die Möglichkeit, dass man das so zentrieren kann mit dem Rahmen, der wo er drin ist. Das bringt man mit Sicherheit gar nicht aufs Video drauf. Ich sehe, dass ich hier den Rahmen, der wo er drum läuft. Schwierig. Und jetzt so ein Acrylglasblock zum Kaufen und zum Kumpel zu sagen, fräsen wir mal das in der CNC raus. Glaube ich, ist nicht sehr günstig. Das zum Bauen kostet mit Sicherheit ein paar Euros. Also für 20 Euro kriegt man das nicht hin. Passt, das ist fertig, das iPad läuft. Ihr habt ja sogar theoretisch noch einen Anschluss, da wo ihr anstecken könnt, um die Funktion auch zu prüfen, wenn es ja drin ist. Und also das geht auch. Nur einfach einmal das Ding noch weiter zum Laden etc. Das war's, mehr gibt's nicht zum Sagen. Heute ist Donnerstag, morgen ist Feiertag, ich hau um 15 Uhr ab und
werde genüsslich was trinken. Ich wünsche euch somit noch einen schönen Tag. Ich freue mich jetzt, dass alles funktioniert. Das ist richtig geil, weil ich habe mir gedacht, dass das hier wieder ein behinderter Fehler wird und Power Management IC beim iPad, gerade bei den vergossenen, ist echt scheiße. Es ist echt nicht so toll. Von dem her, macht es gut, haut rein. Servus, ciao. Tschüss.